Kapitel 18 Derelio Inidanio. Als der Kampf zwischen den beiden Teams zu Ende war, gesellte sich das verbliebene Mitglied von Team Fossil zu den beiden Siegern. Wir waren wohl doch etwas eingerosteter als gedacht. Aber ich möchte natürlich eure Leistung nicht schlecht reden. Ihr habt ein weiteres Mal gezeigt, dass Polana Vatra in diesem Turm für Stärke steht. Aber auch für Cleverness. Aurora, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich mir den Trick mit der Säule abschaue. Wo wir gerade davon reden. Entschuldigt Monagoras. Er ist einfach zu stolz. Und natürlich ist es für uns etwas ungewöhnlich, ein Qualifikationsduell zu verlieren. Vor allem mit 2:0. Ich denke, dass ihr bestanden habt, muss ich nicht erwähnen. Zu Beginn der nächsten Saison in 2 Wochen werdet ihr beiden in der Oberliga mitspielen. Etwas verzweifelt blickte er zur Tür, welche zur Treppe führte. Und ich werde dann noch einmal mit Monagoras reden müssen. Also dann, man sieht sich. Kurz stoppte Aurora das Fels-Pokémon noch. Eine Sekunde, ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir erst einmal für einige Tage nicht mehr hier auftauchen werden. Also ich zumindest, für Mashadow entscheide ich nicht. Aber ich möchte das erste Stück der Plot-Armor suchen. Eine Mischung aus Sorge und Zuversicht füllten Amagagas Blick. Na, dann wünsche ich dir oder auch euch viel Glück und Erfolg. Komm ja gesünder zurück als von deinem letzten Ausflug, hörst du? Nach diesen Worten verschwand auch er. Kurz blickte Aurora hinüber zu ihrem derzeit einzigen Teamkollegen. Frag gar nicht erst. Natürlich komme ich mit auf die Suche. Also, welches Teil möchtest du ansteuern? Ich kenne euch sicher die beiden auf dem Eisberg und auf dem Vulkan. Mit dem Eisberg habe ich bereits weniger gute Erfahrungen gemacht. Außerdem wird der Vulkan klimatisch deutlich unangenehmer, deswegen hätte ich das gerne hinter mir. Der Vulkan also, so. Dann machen wir uns bereit, würde ich sagen, nicht? Keine Zeit blieb dem neuesten Oberligenteam zum Feiern, bevor ihre nächste Reise begann. Ruhe und Feiern waren nicht, wofür Polana Vatra stand. Und so begann auch am selben Abend die Reise nach Osten. Zwar blitzte es kurz vor ihrer Abreise wieder auf, doch dieses Mal bemerkten weder Aurora noch Mashadow die Spuren des Plotholes. Der Weg blieb ihnen anders als beim Eisberg nicht erspart. Doch mit Mashadow an ihrer Seite fühlte Aurora sich dem gewachsen. Der Schatten war ein wirklich deutlich angenehmerer Teampartner als der andere Gründer des Teams. Er war völlig anders. Ruhiger, offener, vertrauenswürdiger und kooperativer. Irgendwo war es zwar seltsam, zusammen mit Mashadow auf Reisen zu gehen, nachdem Auroras erster wahrer Kampf gerade gegen ihn gewesen war. Doch auch Ironie ist oft ein Teil des Lebens. Rund 2 Tage dauerte die Wanderung von Kiratown, bis endlich das massive Gestein in der Ferne zu sehen war. Also Mashadow, wo auf diesem Vulkan versteckt sich denn die Plot Armor? Etwas genervt blickte dieser sie an. Epsilon will uns so viel Zeit stehlen wie nur irgendwie möglich. Also wo wohl? Ein genervtes Aufstöhnen konnte sich das Volnona nicht verkneifen, als sie den Gipfel des Fernberges betrachtete. Warum sollten die Dinge auch jemals einfach sein? Am Abend des Tages, an welchem sie den Berg zum ersten Mal erblickten, erreichten sie auch noch dessen Fuß. Einige Höhenmeter lagen noch zwischen ihnen und der Spitze, doch es war schnell entschieden, dass diese eine Herausforderung des folgenden Tages werden würden. Stattdessen schlugen die beiden Teampartner an diesem Ort ein Lager auf, bereits direkt am felsigen Rand des Vulkans. Ein Lagerfeuer oder etwas derartiges hatten die beiden nicht nötig, da die Wärme des Vulkanes bereits zum Teil herüberschwappte und all die Wärme spendete, die nötig war. Allerdings war es offensichtlich, dass Mashadow noch nicht rasten wollte. Woran Aurora dies merkte? Der Hauptgrund hierfür lag dabei, dass er es sagte und sich noch einige Meter weiter aufmachte, um bereits den Fuß des Vulkans auszukundschaften, während Aurora es sich bereits für die Nacht bequem machte. Sie war bereits dabei, langsam wegzunicken, als sie hastige Schritte hörte, welche sich ihr näherten. Aufgeschreckt erkannte sie Mashadow, der zu ihr gesprintet kam und einen seltsamen Gegenstand dabei hatte.
Der Gegenstand sah aus der Ferne aus wie ein Felsen. Und als solcher stellte es sich auch wahrlich heraus, als der Schatten sich wieder im Lager einfand. Und weshalb genau hast du es jetzt so eilig? Ich hatte dich bisher nicht als das Pokémon wahrgenommen, das angerannt kommt, um mir einen tollen Stein zu zeigen. Auch wenn dies natürlich eher scherzhaft gemeint war, schien Machado derzeit nicht sonderlich humorvoll zu agieren. Glaub mir, ich finde diesen Stein selbst nicht toll. Und du wahrscheinlich auch nicht, aber guck ihn dir an. Sofort ließ Auroras Teampartner den Stein geräuschvoll fallen, der nahezu halb so groß war wie er selber. Seine Teamleiterin betrachtete, was diesen Felsen so besonders machte, verglichen mit all den anderen, die in dieser Gegend verteilt waren. Und die Bedeutung des Gesteins war nicht schwer zu erkennen. Denn irgendjemand oder irgendetwas hatte Worte in den Stein eingeritzt. Und diese Worte kamen Aurora auf eine gruselige Weise bekannt vor. Derelio ini danio. Ana ini anu. Seran dana danio iras tre. Es waren genau dieselben Worte, welche Aurora erst vor kurzem auf einem zerstörten Blatt Papier vorfand. Aber warum hier? Weshalb sollte jemand oder eher etwas diese Worte in diesen Stein ritzen? In einen Stein und in ein Stück Papier anscheinend. Worüber wir uns auch noch Gedanken machen sollten. Bei dem Papier konnten wir uns ja noch mit einem Plothole als Ausrede beruhigen, aber was ist, wenn jemand diesen Stein beschriftet hat, da er oder es wusste, dass du herkommen würdest? Oder dass wir herkommen würden? Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, jetzt noch an Zufall zu glauben. Eines der beiden Ereignisse gut, das könnte ich noch abstempeln, aber zwei? Auch wenn sie es ungerne zugab, Aurora teilte die Befürchtungen durchaus. Aber was sollte es bedeuten? Warum würde ihnen jemand so eine Nachricht zukommen lassen? Ganz ohne Erklärung. Es ergab einfach keinen Sinn. Und immer noch bestand die Frage, weshalb die Worte nicht normal niederschreiben. Ein weiteres Mal blickte Aurora hinauf zum Gipfel. Dieses Mal durchfuhr sie jedoch ein ungutes Gefühl. Vielleicht werden wir hier ja erfahren, was das Ganze bedeuten soll. Der nächste Morgen brach nach einer relativ unruhigen Nacht an. Einerseits kreisten die Gedanken um die seltsame Botschaft weiter in den Gedanken Auroras, andererseits ständig ertönten leise und doch stetige Geräusche hier am Vulkan. Kombiniert mit der leichten Paranoia, welche der Fels ausgelöst hatte, fühlte Aurora sich fast durchgehend beobachtet. Jedes Geräusch hörte sich an wie ein Wesen, welches durch die Nacht schlich. Aber diese Nacht sollte den Tag nicht verderben. Da auch Machado relativ früh erwachte, brach Team Polana Watra bereits vor Sonnenaufgang auf. Der grundlegende Aufbau des Vulkanes ähnelte dem Eisberg im Westen immens, was auch sofort für mehr Sorgen Auroras sorgte, bis sie Machado beruhigte. Du musst dir keine Gedanken machen. Wir werden keiner Höhle ins Innere des Vulkans folgen müssen. Gut, mir ist nämlich jetzt schon viel zu heiß. Werden manche sowas nur aus? Wenn man kein Eistyp ist, geht es eigentlich. Als Feuer-Pokémon wäre es noch besser, aber ich kann auch nicht alles haben. Weiter und weiter stiegen die Temperaturen, mit nahezu jedem Meter, den das Team zurücklegte. Und alle halbe Stunde dankte sich Aurora in Gedanken selber dafür, zur Sicherheit alle Wasservorräte in einer Quelle nahe dem Vulkan nachgefüllt zu haben. Auch wenn Machado es übertrieben fand, da Aurora ohnehin fast 20 Liter eingepackt hatte. Aber er verstand auch nicht, wie sich ein Eis-Pokémon in dieser Gegend fühlte. Aber zumindest eine positive Seite gab es. Die Reise verlief für lange Zeit ohne größere Hindernisse. Auf dem Weg hinterfragte Aurora auch noch einmal das Handeln ihres Teamkollegen. Sag mal, wieso konntest du uns eigentlich komplett problemlos vom Eisberg wegbringen, aber diesen Weg müssen wir komplett zu Fuß ablaufen? Oh, keine Sorge. Ich habe eine ganze Liste an Gründen. Also einerseits ist es für mich deutlich anstrengender, in den Schatten zu reisen. Wenn wir Epsilon oder einem Unterstützer begegnen, wäre ich nach so einer Tour nicht kampffähig. Außerdem haben wir zu viel Gepäck. So viel kann nicht einmal ich auf einmal transportieren. Außerdem nutzt meine Schattenreise Plot-Energie, sobald ich auch noch andere Pokémon mitnehme.
Und wenn ich dies in dieser Gegend tun würde, könnte Epsilon spüren, dass wir hier sind und sich perfekt vorbereiten, um uns in eine Falle zu locken. Brauchst du noch mehr Gründe oder reicht es? Aurora hatte ihre Lektion an Mashado zu zweifeln definitiv gelernt. Schon gut, es reicht. Perfekt, denn mehr Gründe hätte ich auch nicht, ohne zu lügen. Langsam aber stetig näherte sich das Team der Spitze. Es war nur noch eine Frage von rund einer Stunde, bis sie dort ankommen würden. Doch beiden war klar, ganz ohne jedes Hindernis würden sie diese Reise auf keinen Fall überstehen können. Doch das Hindernis, auf welches sie trafen, kam früher und war bedeutender als gedacht. Denn nahe einer Abzweigung hörten beide Pokémon eine Stimme. Eine sehr bekannte Stimme. Die Stimme Epsilons, höchst selbst. Du kamst an diesen Ort, um die Plot Armor zu stehlen. Meine Plot Armor. Was denkst du, wer du bist? Vermutest du, dass dein Rang dich schützen würde vor meinem Zorn? Aber mit wem sprach er? War noch jemand hier? Ein anderes Pokémon, welches ebenfalls auf der Suche nach der Plot Armor war? Es gab nun zwei Möglichkeiten für Team Polana-Vatra. Entweder würden sie sich in den Kampf stürzen oder sie würden die Ablenkung durch das fremde Pokémon nutzen, um selbst unbemerkt die Plot Armor zu schnappen. Jedoch war dies bei einem Team wie Polana-Vatra nicht wirklich eine Frage. Sofort sprinteten beide zur Abzweigung, um ein sehr unerwartetes Bild zu sehen. Was sie sahen, war einer der Liga-Gründer höchst selbst. Monagoras, der einen Bodycheck in die Luft machte. Von Epsilon war keine Spur. Was sich jedoch durch Monagoras eigene Reaktion halbwegs erklärte. Was zur? Wo ist er hin? Erst jetzt warf er einen Blick zur Abzweigung, von welcher aus ihn zwei bekannte Gesichter verwirrt anblickten. Aurora, Mashado, fuck, also, Monagoras? Was zur Hölle machst du an diesem Ort? Warum bist du nicht in Kira Town? Für einen Moment wirkte der Dinosaurier panisch. Also ich, weil... Recht schnell fasste er sich jedoch. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich bin Mann genug, um die Wahrheit einzugestehen. Ich wollte mich an euch rächen. Dafür, wie sehr ihr unserem Ruf durch euren Sieg gegen uns schadet. Ich hab mitbekommen, dass ihr die Plot Armor vom Berg hier wollt und wollte sie einfach vor euch holen, damit ihr die Reise mit leeren Händen beenden müsst. Und ich zeige, dass ich euch immer noch über bin. Ich hätte euch die Rüstung in Kira Town gegeben, aber der Plan ist wohl geplatzt. Einfach nur, weil Epsilon aufgetaucht ist. Ein Racheschema. Das klang genau nach dem, was Aurora von Monagoras erwartet hatte. Immerhin hatte er hier bereits angekündigt, dass sie ihren Sieg noch bereuen würde. Selber schuld, wenn du den Plot echter unterschätzt. Denn was? Vergiss es, also. Was hast du denn jetzt vor? Jetzt, wo du uns nicht mehr übers Knie hauen kannst. Kurz schien er selber nachdenken zu müssen. Also. Ach, weißt du was? Dann nutze ich die Gelegenheit eben, um meinen Ruf anders wieder aufzubessern. Ich komm mit euch und pass auf, dass du hier nicht wegschmilzt, Aurora. Wenn ich bei der Bergung der Rüstung helfe, zeigt das den Leuten, dass ich nicht eingerostet bin.